Guten Morgen. Ich freue mich riesig, dass ich wieder hier sein kann. War vor 2 Jahren schon mal da. Diese Konferenz ist einfach großartig. Ich habe damals wahnsinnig viele tolle Leute kennengelernt, mit denen ich mittlerweile dann zwischendrin auf Twitter verbunden bin oder sonst wo, wo man sich so austauschen kann, oder denen ich bei vielen anderen Veranstaltungen natürlich begegne. Ich habe sehr, sehr viele gute Impulse mitgenommen. Habt ihr das mit der? Ja? Mal ja, mal nein. Und darauf freue ich mich auch heute. Es ist fast schon ein bisschen gefährlich, finde ich, mich hier einzuladen, denn ich rede wahnsinnig gerne über digitale Bildung. Und erzählen, wie ich mit der Zeit durchkomme. Jetzt hast du das Pepper ausgeschaltet. Ich hatte gehofft, der bremst mich, wenn ich zu viel sage. Okay, wie bin ich in die Bildungspolitik gekommen? Ich habe 3 Kinder und wie alle Eltern wünsche ich mir für meine Kinder ein gutes Leben, eine gute Zukunft. Und eine gute Zukunft werden unsere jungen Menschen haben, wenn sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen können. Und dafür braucht es Bildung. Und so bin ich in das Thema gekommen. Wie bin ich zur Digitalisierung gekommen? Vor 20 Jahren habe ich Software entwickelt, aber das kann ja nicht alles sein, das ist auch schon ziemlich lange her. Ich betrachte den digitalen Wandel als Revolution, sehr ähnlich der industriellen Revolution vor 150 Jahren, die unsere Welt zuerst mal die Produktion, dann die Arbeit und dann die ganze Welt auf den Kopf gestellt hat, damals. Und es ist ein politischer Gestaltungsprozess gewesen, hat auch ziemlich vieles tatsächlich verändert, und so betrachte ich den digitalen Wandel auch. Ich glaube, dass wir eigentlich mittendrin in einem sehr, sehr grundlegenden gesellschaftlichen Wandel stehen. So ein grundlegender gesellschaftlicher Wandel ist, wie gesagt, eine politische Gestaltungsaufgabe, weil wir wollen, dass alle dabei sein können, souverän, kompetent, nicht als massenhaft arbeitslose, beschäftigungslose, kritiklose, kritikunfähige Konsumenten, um mal ein Horrorbild zu malen. Ja, das ist nicht wird an die Wand gemalt, aber was braucht es dazu, um sowas zu verhindern? Bildung natürlich. In der aktuellen politischen Situation machen wir uns ziemlich große Sorgen, ich glaube auch zu Recht, über die Informationsgesellschaft, über Fake News und Hate Speech, über die Wirkung von Algorithmen und Filterblasen in den Social Media, über die Geschäftsmodelle von demagogischen Newsseiten und was das alles mit unserer Gesellschaft macht. Und da kommen jetzt eine Menge verrückter Ideen auf, was man so hört, Fake News verbieten oder anders gesagt die Einrichtung eines Wahrheitsministeriums, Social Bots verbieten oder anders gesagt technologische Entwicklung verbannen, Anonymität im Netz verbieten oder anders gesagt die Offenheit und auch die Sicherheit, die das Netz und die Anonymität ja für viele in der Welt bietet, beenden. Wir haben da einen anderen Ansatz, wir wollen, dass die Menschen selbst beurteilen können, welcher Information sie trauen können, welcher Quelle sie trauen können, dass sie selbst zu dieser Information, zur Meinungsbildung und zur gesellschaftlichen Entwicklung im Netz beitragen können. Und es wird Sie nicht überraschen, wenn ich frage, was braucht es dafür? Dafür braucht es Bildung, nichts anderes. Digitale Bildung, genau gesagt. Jetzt aber zur Politik, denn dazu habe ich mich ja eingeladen. In der vergangenen Woche habe ich auf einem Podium bei der Didakta die Frage gestellt bekommen, ob digitale Bildung denn eine gesamtstaatliche Aufgabe sei. Na klar, ganz klar. Und dennoch heißt es auf gar keinen Fall, dass der Bund, die Bundesregierung jetzt einfach alle Aufgaben an sich ziehen soll und dann läuft es schon. Das ist manchmal so eine Idee, die da so aufkommt, warum haben wir eigentlich nicht eine Bundesbildungspolitik? Ich finde die Idee, so ähnlich wie viele andere, die ich jetzt gerade schon genannt habe, ähnlich irre. Und zwar deshalb, weil die getrennten Zuständigkeiten im Föderalismus und auch die Autonomie der Länder, auch die Autonomie der Hochschulen ganz wichtige Argumente für sich haben. Nicht nur würde eine autokratische, zentralistische Bildungs- und Hochschulpolitik alle Kreativität und Vielfalt zerstören, die da im Land existieren, die für innovative Entwicklung insbesondere ja sehr wichtig ist. Vor allem bin ich aber der Meinung, dass der digitale Wandel in jeder Institution und an jeder Bildungseinrichtung sozusagen neu erfunden werden muss, neu für sich als Institution erfunden werden muss, um dann tatsächlich auch als kultureller Wandel gelebt zu werden, wenn die Ideen, die wir in Berlin da entwickeln könnten, die können nicht Fuß fassen, wenn sie nicht gelebt werden. Deshalb ist es auch so lobenswert, dass die Hochschulen beispielsweise im Hochschulforum Digitalisierung selbst nach den besten Lösungen suchen, in Empfehlungen nicht nur an die Politik, sondern auch an die einzelne Hochschule aussprechen. Mehr will ich aber dazu gar nicht sagen, denn Oliver Januszka wird uns ja dazu noch berichten. Pepper hat ihn schon vorgestellt, er ist glaube ich immer noch nicht da, aber... natürlich sind alle Ihre Initiativen rund um den Inverted Classroom einfach großartig, jede für sich genommen und vor allem aber natürlich in Austausch und
Vernetzung. Ich will mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken und natürlich namentlich bei Jürgen Handke für diese Konferenz, für eure tolle Arbeit. Ja, wie gesagt, so manches, was wir gerne politisch befördern wollen, wie den digitalen Wandel in der Lehre oder die wissenschaftliche Veröffentlichung als Open Access, als die Normalform, diese Dinge müssen in der Hochschul-Community selbst unterstützt werden, sonst wird es nichts. Da können wir Förderprogramme auflegen und Verordnungen schreiben, so viel wir wollen. Die Aufgabe, wiederum Bildungseinrichtungen mit Investitionen in die Infrastruktur und mit Fortbildungsangeboten, mit Anschubfinanzierungen, Regeln, rechtlichen Rahmenbedingungen zu motivieren, zu fordern und zu unterstützen, die ist für eine staatliche Ebene ganz offensichtlich auch deutlich zu groß. Und deshalb müssen wir kooperieren, um die Riesenaufgabe Digitalisierung der Bildung zu stemmen. Ich habe ja auch schon rausgehört aus dem Vortrag von Professor Butzen, dass Kollaboration und Kommunikation zu den wichtigsten Gelingensbedingungen gehört. Und gerade das ist zwischen den staatlichen Ebenen, ehrlich gesagt, manchmal ein klitzekleines Problem. Weil ich gerade vom rechtlichen Rahmen gesprochen habe, endlich hat das BMJV einen Vorschlag zur Schrankenregelung im Urheberrecht vorgelegt. Es wäre ja Ende letzten Jahres mit dem neuen Rahmenvertrag der KMK und der VGWort fast furchtbar schiefgelaufen. Und wenn wir jetzt nicht im Laufe des Jahres da auch dran festhalten, was in diesem sehr, sehr guten Referentenentwurf vorgelegt worden ist, dann das Moratorium gilt ja nur bis Herbst, dann kommt wieder die Schließung der Semesterapparate und dann kommt auch die Erlaubnis für die VGWort, die Semesterapparate zu durchsuchen. Solche Dinge wurden da beschlossen, ja. Also kann sich jemand erinnern an den Schultrojaner? Die Diskussion um den Schultrojaner, kommt jetzt der Universitätstrojaner? Ich glaube es nicht. Ja, der Referentenentwurf stößt auf guten Zuspruch aus der Community, von Seiten der HRK, von der GED und auf einigen Stress bei den Verlagen und ihren Verbänden. Was das für seine Qualität bedeutet, überlasse ich Ihrem eigenen Urteil. Zur Digitalisierung der Hochschule. Ich möchte gerne aus dem jüngsten Papier der SPD-Fraktion, und das ist jetzt bitte kein Wahlkampf, sondern es geht um Inhalte zu unserem Thema, zitieren, einem Zukunftsvertrag zur Hochschulfinanzierung. Das Papier stammt im Wesentlichen aus der Feder unseres stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Hubertus Heil. Ich werde noch öfter daraus zitieren. Wir müssen den Megatrend Digitalisierung annehmen. Wissenschaft und Forschung stehen in weiten Teilen in einem atemberaubenden Umbruchprozess, der durch die digitale Entwicklung getrieben ist. Der Wandel betrifft alle Bereiche wie Lehre, Forschung, Verwaltung, Ausstattung und Forschungsinfrastrukturen und verlangt eine gemeinsame Antwort von Bund, Ländern, den Hochschulen sowie den Forschungseinrichtungen. Und da kann man daraus heraushören, dass tatsächlich das Thema auch in der Politik angekommen ist. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, in den letzten 2 Jahren, wenn ich daran denke, wie es war vor 2 Jahren, als ich hier war und wie es heute ist, erleben dürfen, dass sehr, sehr viel Bewusstseinsbildung auch stattgefunden hat. Und vielleicht einen kleinen Anteil habe ich vielleicht auch mit beitragen dürfen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob die staatlichen Ebenen zu so einer konzertierten Offensive überhaupt in der Lage sind. So oft erleben wir, wie ich vorher schon gesagt habe, wie zuletzt beim Digitalpakt D, dass schon die Art und Weise, wie ein Vorschlag gemacht wird, vorgebracht wird, auf der anderen Seite des Verhandlungstisches zu einer zeitweiligen Blockade führt. Und das ist natürlich, wenn wir davon sprechen, dass jetzt die Zeit zum Handeln gekommen ist, ziemlich problematisch. Ne? Insbesondere, wenn dann Dinge unter die Wahlkampfräder geraten. Deshalb ist es wichtig, dabei klug und dialogorientiert zu agieren, zu kommunizieren, immer wieder zu kommunizieren und so, dass alle ihre Aufgabe ernst nehmen, aber auch ihren Teil vom Kuchen abbekommen und ihren Beitrag eben auch leisten können und den auch souverän und autonom gestalten können. Ich hatte von der Souveränität der unterschiedlichen Ebenen und Akteure gesprochen. Das ist ein wichtiger Teil auch des Gelingens. Ich möchte mal sagen zu den aktuellen politischen Konzepten und Initiativen. Es wurde schon angesprochen, die KMK hat sich auf den Weg gemacht, die Strategie Digitales Lernen, schon die Vorgehensweise war revolutionär. Ich habe als Bildungspolitikerin, wie gesagt, ich komme aus der Elternschiene, ich habe Elternvertretung gemacht, die KMK immer wahrgenommen als einen vollkommen unbeweglichen Tanker, der jahrelang Anhörungen veranstaltet, eigentlich wollte man ein großes Positionspapier rausgeben, aber man konnte sich nicht einigen, man nennt es Arbeitspapier oder sowas, ja, ganz schlimm eigentlich. Und jetzt haben die innerhalb eines Jahres tatsächlich einstimmig so eine umfassende Strategie entwickelt und beschlossen, die auch Handlungsempfehlungen enthält, und sie haben auch bereits den Umsetzungsprozess jetzt für 2017 in Gang gesetzt
Und wenn das nicht revolutionär genug wäre, als ob das nicht revolutionär genug wäre, wurde der Entwurf dieses Papiers schon Mitte des Jahres veröffentlicht und in öffentlichen Veranstaltungen diskutiert und jeder konnte sich einbringen. Nicht nur die Verbände, sondern tatsächlich auch wirklich die Öffentlichkeit. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Ich ziehe meinen Hut vor dieser Vorgehensweise. Es handelt sich um ein detailliertes Konzept mit Handlungsempfehlungen für Schulen, Berufsschulen, aber auch für Hochschulen. Kompetenzmodelle für Bildungspläne, Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften, ganz wichtiger Punkt natürlich. Die Infrastruktur schon auch. Bildungsmedien, ganz wichtig, dass dort auch verstanden worden ist, was OER bedeuten, was die für eine Bedeutung haben können, auch für die gute Entwicklung. Es bezieht sich auf die Verwaltung von Bildungsinstitutionen und man spricht aber auch über rechtliche Rahmenbedingungen, zum Beispiel der Datenschutz, der es schwierig macht, der unterschiedlich in den Ländern gehandhabte Datenschutz, dass wir uns besser austauschen zwischen den unterschiedlichen Lehr- und Lernplattformen oder sogenannten Bildungsclouds, die wir haben, übrigens auch so eine irre Idee, auf Bundesebene eine Bundesbildungsschulcloud einzurichten. Ja, als ob es im Land noch nichts gäbe, man müsse das jetzt erfinden, das finde ich so verrückt. Stattdessen müssten wir Schnittstellen und Standards definieren, damit man sich austauschen kann, da wo man es gerne möchte. Ja. Und da ist eben die Frage des Datenschutzes und wie wird er in den unterschiedlichen Bundesländern von den Beauftragten interpretiert und wie geht man denn mit Lernerdaten um und mit Lehrkräften. Das ist noch eine Sache, über die man genauer nachdenken muss. Mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, mit der Harmonisierung kann da Gutes geleistet werden. Jetzt muss es auch in der Umsetzung revolutionär werden, nachdem die Konzeptentwicklung revolutionär war. Wir dürfen hoffen, dass es da gut weitergeht. Vom Bundesministerium kommt zum einen eine sogenannte Bildungsoffensive für eine digitale Wissensgesellschaft. Dort werden Zielszenarien sogar bis 2030 entwickelt, was ich schon ziemlich, wer weiß, was in 5 Jahren ist, ziemlich mutig finde. Leistungsfähige Infrastruktur gehört natürlich dazu, verlässlicher Rechtsrahmen, auch Organisationsentwicklungen, Bildungseinrichtungen, was ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt finde und eben die Internationalisierung. Wir müssen natürlich die internationale Entwicklung beachten und vor allem auch international kooperieren an der Stelle. Da sind gute Konzepte dabei, gute Programme, durchaus auch schon bestehende. Das wurde jetzt unter ein Dach gefasst, das Dach wurde auch ein bisschen höher gesetzt im Haushalt. Da freue ich mich schon drüber, was aber den großen Aufschlag gemacht hat. Das war der sogenannte Digitalpakt D mit dem Hashtag in der Mitte, den ich nicht so richtig verstanden habe. Der Bund soll die Länder und Schulträger über eine Bund-Länder-Vereinbarung an 40.000 Schulen bei der technischen Infrastruktur unterstützen. Gesamtvolumen 5 Milliarden Euro. So haben wir es gehört an einem Sonntag in der BAMS. Und wir mussten 3 Tage warten, bis dann eine Pressekonferenz stattfand und mein Näheres erfuhr. Und wenn ich jetzt sage wir, dann meine ich nicht nur Sie alle, sondern auch mich als Berichterstatterin für digitale Bildung oder sagen wir mal auch den Finanzminister oder die Länder. Also niemand, es war mit niemand kommuniziert worden und ich denke halt einfach, so macht man es eher nicht. Nicht abgestimmt mit niemand, es ist relativ unklar, ob der Grundgesetzartikel 104c an der Stelle funktioniert. Es ist nicht finanziert in keinem Haushalt, in keiner mittelfristigen Finanzplanung und es wird nur über Investitionen in IT gesprochen, aber nicht über die Folgekosten, über Wartung und übers Personal, das auch dafür notwendig ist. Und also jetzt, ich meine jetzt nicht das Lehr- und Lernpersonal, sondern das technische Personal. Ja, das ist einfach ein wichtiger Punkt und es ist zu kurz gesprungen. Dennoch machen 5 Milliarden natürlich Klingen in den Ohren und deswegen werde ich dann angekündigt, ich hätte vielleicht höhere Beträge parat. Es tut mir leid, das kann ich nicht. Nee, ich kann höchstens über einen allgemeinen Sanierungsstau sprechen. Nur die Schulen haben einen von 34 Milliarden Euro. Und ich bin heute Morgen hier reingekommen und habe gesagt, über was soll ich hier sprechen? Über Hochschulfinanzierung? Ach du lieber Himmel. Unsere Bildungsinstitutionen hat mein noch immer im Amt befindlicher Parteivorsitzender gesagt, unsere Bildungsinstitutionen, unsere Schulen sollen Kathedralen sein. Da sind wir weit von entfernt. Also wenn Lernende auch Lust haben sollen zu lernen und wenn sie die Wertschätzung der öffentlichen Hand auch empfinden sollen, dass das, was sie da machen, auch wichtig ist, ja, dann müssen unsere Bildungseinrichtungen schon allein vom Gebäude her, von der Ausstattung her anders aussehen, als das heute der Fall ist. Das ist wohl wahr.
Deswegen gibt es eine Vereinbarung in dem Bund-Länder-Finanzvereinbarung, so heißt es, glaube ich, über die Auflösung des Sanierungsstaus. Dazu muss das sogenannte Kooperationsverbot gelockert werden. Finanzschwache Kommunen sollen dort unterstützt werden, ihre Schulen in Schuss zu bringen, damit es nicht reinregnet und die Schüler sich das Tablet über den Kopf halten müssen. Wir haben vor einigen Wochen anlässlich des nationalen IT-Gipfels ein umfangreiches Positionspapier nochmal entwickelt zu Fragen der digitalen Bildung, steht auch auf unseren Seiten zur Verfügung. Zu Hochschulen enthält es spezifische Forderungen. Wir wollen MOOCs und andere digitale Bildungsangebote fördern und Zugänge öffnen. Es soll eben auch für nicht formal Studierende sollen die Angebote offen sein. Lehr- und Lernmaterialien wollen wir als OER oder unter Open Access Lizenzen verfügbar machen. Wir wollen vor allem auch die Forschungsförderung weiter ausbauen in den digitalen Bereichen, Big Data, Learning and Analytics, zu Privacy und IT-Sicherheit natürlich. Vielleicht zum Stand der Dinge an den Hochschulen, weil ich jetzt gerade schon über den Zustand der Gebäude gesprochen habe, aber es gibt schon eine gute Nachricht. Ich glaube, wir sind, was die Inhalte anbelangt, so schlecht nicht aufgestellt. In den letzten Jahren hat der Hochschulstandort Deutschland deutlich ein Profil gewonnen bei Akademikern weltweit und bei Angehenden, nämlich bei ausländischen Studierenden, sind wir sehr, sehr beliebt. Und das hat Gründe. Dennoch verschiedene Herausforderungen bleiben uns erhalten. Professor Knutzen hat es angesprochen, wachsende Studierendenzahlen, wachsende Diversität. Ich halte es auch eher für eine Chance als für eine Bedrohung, aber wir müssen damit umgehen. Gut damit umgehen, das heißt die Qualität der Lehre und das Eingehen auf die Diversität der Studierenden bleibt eine Baustelle und wir müssen die soziale Selektivität verringern, die eben immer noch sehr stark vorhanden ist bei den Studierenden, aber auch in der wissenschaftlichen Karriere, wo immer noch für Frauen die gläserne Decke existiert, wo wir immer noch den Durchschnitt unserer Bevölkerung, was den Migrantenanteil anbelangt, beispielsweise bei weitem nicht abbilden, das sind andere Länder schon weiter. Ich möchte nochmal ein Zitat aus dem Zukunftsvertrag hier anbringen. Die bisherigen Erfolge der gemeinsamen Wissenschaftspolitik von Bund und Ländern sind nicht auf Dauer gesichert. Es braucht eine neuerliche Kraftanstrengung von Bund und Ländern, einen Neustart der Wissenschaftsfinanzierung für das Jahrzehnt 2021 bis 2030. Es hat Gründe. Denn 2020 laufen verschiedene Finanzierungspakte und Modelle aus. Zum einen der Pakt für Forschung und Innovation, der Hochschulpakt, auch der Qualitätspakt Lehre laufen alle bis 2020 aus. Und das heißt, wir sind tatsächlich gehalten und es ist auch kein Wahlkampf, sondern es ist einfach Zeit, jetzt uns mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und nebenbei bemerkt, in den Ländern entfaltet 2020 die Schuldenbremse ihre volle Wirkung. Und dann wird es tatsächlich eng. Die neue Finanzierungsarchitektur, nochmal ein Zitat, muss deshalb einen starken, dauerhaften, strategischen Beitrag des Bundes enthalten. Die rechtlichen Voraussetzungen sind mit den neuen Möglichkeiten des Artikels 91b Grundgesetz, haben wir geändert dort, also für die Hochschulfinanzierung und für die Finanzierung der Lehre insbesondere, das Kooperationsverbot schon aufgehoben, sind die Möglichkeiten für Bundesinvestitionen in Hochschulen geschaffen worden und die müssen jetzt auch entsprechend umgesetzt werden. Wichtig ist, glaube ich, und damit möchte ich schließen, dass Sie, die Praktiker, die innovativen Praktiker, ihre Positionen auch laut und deutlich kommunizieren, nicht nur bei Konferenzen, wo sie sich überwiegend selbst begegnen, sondern vor allem auch nach außen gegenüber der Politik. Sie sind die Experten, nehmen sich die Freiheit, auch Konzepte zu entwickeln und dafür einzutreten. Gehen Sie damit Ihren Universitätsleitungen, gehen Sie damit Ihren Landesregierungen auf die Nerven und uns natürlich, gerne auch mir. Auf Seiten meiner Kollegen in der SPD-Fraktion spüre ich, dass das Thema Digitalisierung tatsächlich wirklich angekommen ist. Ich verspreche gerne, mich im Bund auch weiterhin dafür einzusetzen. Dafür stehe ich immer im sehr, sehr guten Dialog mit Ihnen allen. Das liegt mir am Herzen. Und jetzt freue ich mich auf eine Diskussion.